Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 15 News Update. In diesem Video klären wir, ob die geliebten Disruptor Rounds für die Alternator zurückkommen in Season 15 und was ist eigentlich mit der Care Package Waffe? Was geht rein, was geht raus? Passiert überhaupt irgendwas? Die Frage steht nämlich sehr, sehr hoch im Kurs. Gerade denn die Leaks, so wie es ursprünglich war, Mestiff raus, weil sie kriegt einen Battle Pass Skin Stufe 100 und 110. So stimmt es nämlich nicht. Die Charge Rifle kriegt einen Skin. Dazu später mehr. Wir fangen jetzt erstmal mit den Disruptor Rounds an. Wer sie nicht kennt, konnte man kurzzeitig in Season 2 spielen, war overpowered, wurde rausgepatcht. Es war sehr, 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 sehr stark, muss man wirklich sagen. Es war einer der stärksten Sachen, die in Apex Legends jemals kamen und kurzzeitig zurecht wieder rausgepatcht wurden. Man hätte aber auch einfach sie abschwächen können, nerven und dann wäre auch gut gewesen. Ist, glaube ich, mittlerweile ausschließlich für die Alternator. Ich bin mir nicht ganz sicher, da die 45 mittlerweile auch die Hammerpunkt-Munition tragen kann. In Season 2 konnte sie auch die Disruptor Rounds tragen. Ist quasi das Gegenteil zu der Hammerpunkt-Munition. Wir machen erhöhten Schaden auf Schilde. Dann wechselst du von mir aus auf die 45 oder den Mosambik mit Hammerpunkt und haust dann noch die Lebenspunkte runter. Und das ist sowas von overpowered. War in Season 2 wirklich eine tödliche, nervige Kombination. Sie hat Bock gemacht, aber wenn du es vor den Sack bekommen hast, war es wirklich keine Freude. Zum Teil war es gerechtfertigt, dass es rausgepatcht wurde. In Season 10 kurzes Comeback, ich glaube nur für ein Event, und in Season 15 einige von euch haben sie tatsächlich gehört. Ich hätte es überhört, denn im Trailer sind die Disruptor Rounds tatsächlich mit der Alternator zu hören, aber schon tatsächlich nach 5 Sekunden. Ich zeige euch gleich den Trailer, weil einige von euch haben es auch in den Kommentaren im gestrigen Video zu dem Gameplay-Trailer zu meiner Analyse geschrieben. Ich habe aber an der falschen Stelle gelauscht, denn tatsächlich hört man die Alternator öfter im Trailer. Ich habe an der falschen Stelle gelauscht, nach 5 Sekunden tatsächlich. Ich mache es einfach mal an. Wer es dann immer noch nicht raushört, ich habe diese eine kurze Szene 4-mal hintereinander geschnitten, einmal Slow Motion. Es sollte deutlich sein, die Disruptor Rounds sind zurück im Game. Ich mache jetzt den Trailer an. Achtet drauf, nach 5 Sekunden, wenn Ash über diese SIP-Zuglinie da heizt, jemanden verfolgt. Da war es auch schon. Jetzt das, was ich vorbereitet habe, um es nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Einfach nochmal sacken lassen, weil es so geil ist. Moment, schlecht vorbereitet. Zack. Ohne Scheiß, dieser Hop-Up verändert den Sound der Alternator so extrem heftig, dass es einfach nur geil ist. Jetzt reden wir kurz und knapp über die Care-Package-Waffe. Bevor es losgeht, mal wieder seit langem der Shoutout. Wenn euch mein Content gefällt, ihr weiterhin nichts in Sachen Apex Legends verpassen wollt, Daumen da lassen, Abo da lassen, völlig kostenlos. Ihr unterstützt mich damit bestmöglichst, um den Kanal zum Wachsen zu bringen. Würde ich mich wirklich extrem drüber freuen. Und wir fangen jetzt mit den Care Package Waffen an. Oder passiert überhaupt was? Hoch im Kurs ist tatsächlich, dass wahrscheinlich laut Gerüchten nichts passiert in der Care Package Waffe. Ursprünglich war das Gerücht da, dass die Mestiff rauskommt, weil es ursprünglich auch hieß, dass sie einen Battle Pass Skin Stufe 100 und 110 bekommt. Die Charge Rifle bekommt jetzt den Skin, was natürlich nicht heißt, dass die Mestiff nicht trotzdem rauskommen kann. Und hoch im Kurs, sollte das passieren, ist die Wingman, dass sie reingeht. Aber wie gesagt, die Gerüchte sind eher in Richtung, es passiert absolut gar nichts. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was denkt ihr? Welche Waffe wäre geil, wenn sie wieder zurückkommt? Und vor allen Dingen, welche Waffe hätte es vielleicht mal verdient, die noch nie drin war, die endlich mal reingeht. Ich bin ganz ehrlich, die Wingman würde ich schon geil finden. Und auch die 301, meiner Meinung nach, hat es auch mal verdient, ins Care Package zu wandern. Weil die 301 viel zu einfach zu handeln ist und die Wingman einfach für jemanden, der sie extrem gut beherrscht, hast du keine Chance. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, deswegen bin ich auf eure gespannt. Ich verbleibe wie immer mit freundlichen Grüßen und freue mich extrem auf Season 15. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.